سلام دوستان، این درس 59 هست، آموزش زبان فارسی، درس های فارسی. اینها درس های فارسی هستند. این درس 59 هست، درس 59. خب، داس ایز این ورب، دا، دن، دادن، دا، دا، دن، دادن، گیبن، دادن، داس ایز این ورب. کانست دو میر ساگن، ایش هابه گیبن، اودر ایش گاب؟ Man, dad, plus am, richtig? Beto. Beto, be heißt zu dir. Auf Persisch sagt man, ich habe zu dir gegeben. Nicht ich habe dir gegeben, sondern ich habe zu dir gegeben. Man, zu heißt be, dir oder du heißt to. Man, beto, e-mail, dadam. Ich habe gegeben, dir, E-Mail, eine E-Mail. Du kannst auch je E-Mail sagen. Ist okay, beides okay. Man beto E-Mail dadam. Dirus, ohne man kann man auch natürlich auch sagen. Dirus beto E-Mail dadam. E-Mailam, E-Mail, E-Mail man, E-Mailam. Meine E-Mail. Hast du bekommen? Gerefti, gereftan. Gereftan heißt bekommen. Gereftan heißt bekommen. Bekommen. Dadan, gereftan. E-Mailam, ra. Weil du etwas bekommst, Akkusativ, E-Mail amro gerefti, hast du meine E-Mail bekommen? E-Mail amro gerefti, gerefti. Man di ruz beto E-Mail dadam, E-Mail amro gerefti, bale gerefta. Ja, ich habe gekriegt. Ja, ich habe bekommen, ich habe gekriegt. Bale gerefta, gerefta. Bale gerefta. So. Ich bekomme heißt migiram. Migiram. Oder ich nehme, manchmal auch ich nehme. Ich bekomme migiram. Migiram, gereftam. Migiram, gereftam. Midam heißt ich gebe. Midam. Midam. So, midam, midam. So, dadam, ich habe gegeben. Midam, ich gebe. Wie du siehst, die Present Force hat immer ein mi. Und die Vergangenheitsform wird von dem Infinitiv abgeleitet. Also Infinitiv ist hier dadan, das heißt, ich habe gegeben, dieses einfach an weglassen und die entsprechenden Endungen addieren. Dadan, gereftan. So, man migiram, man gereftan. Welche Form ist einfacher? Wenn man die Infinitivform kennt, ist natürlich einfacher, die Vergangenheitsform zu bilden. Aber beides wird mit der Zeit natürlich automatischer. خب گرفتم. دادم گرفتم. من anstatt beto kann man behet sagen. Also die Abkürzung von beto ist behet. 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 So. Be man heißt zu mir, ja? Also behem die Abkürzungen. Beto heißt zu dir. Behet. Be un heißt zu ihm oder zu ihr. Behesh. Behesh. Behem, behet, behesh. Bema heißt zu uns. Behemun, 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 behemun. Beshoma heißt zu ihnen. Behetun oder zu ihnen oder zu euch, beides, ja. Und beuna zu ihnen, zum Beispiel zu meinen Eltern. Beuna heißt beheshun. Also wie du siehst, beun, das ist zu ihm, eine Person, heißt Behesch, zu ihnen, mehrere Personen, Beheschung. Und zu ihnen oder zu euch, Behetun. So, Behesch, Beheschung. Behetun, Behemun, Behet, Behem. Du hast gegeben, to, da, di. To, da, di. Mobile. Mobile heißt Handy. Mobilet, dein Handy. To, mobileto, du hast dein Handy, beman, nadadi. To dadi, to nadadi. Du hast nicht gegeben. Nadadi. To nadadi. To mobile to beman behem beman behem nadadi. To mobile to beman nadadi. Man mobile mo be to dadam. Na kei. Nein, wann? Man mobile mo be to dadam. Na kei. Beman nadadi. Be ashkan dadi. Wie du siehst, ist dieses O ist ra. Wir wissen das, ja? Weil wir etwas gegeben haben.
Also Unterschiede. Auf Deutsch sagt man mir, auf Persisch sagt man zu mir. Genauso wie Goftan. Goftan heißt sagen. Sagen. Ich habe gesagt, man goft. Goft an, ohne an, addieren wir die Endung an. Er hat gesagt und goft, ohne Endung, nur an, weg. U goft. Ma goftim. Una goftan. Das ist natürlich alles jetzt sehr einfach für dich. In der letzten Lektion haben wir alles ausführlich erklärt. Man goftan. Man zu dir gesagt, genauso hier. Ich habe zu dir gesagt. Auf Deutsch kann man zu dir gesagt sagen, auch dir gesagt sagen. Man beto, auf Persisch nur die zu dir gesagt. Man beto, das, unra, un heißt das, kann auch das bedeuten. Ich habe dir das gesagt. Man beto, unra, gofta. Aber oft sagt, braucht man das nicht. Normalerweise, wenn man sagt, man beto goftam ohne unra, heißt, ich habe dir das gesagt. Ich habe es dir gesagt. Ja? Du musst dieses es nicht hier übersetzen. Das ist einfach. Man beto goftam. Man beto behet goftam. Chi behem gofti? Chi behem gofti? Was hast du mir gesagt? Chi behem gofti? Hitch. Nichts. Ich habe dir nichts gesagt. Auf Persisch aufpassen. Ich habe dir nichts, nichts gesagt. Also zweimal wird verneint. Man beto hichi, ich habe dir nichts, ich habe dir nichts nicht gesagt. Na gofta. Ich habe dir nichts gesagt, ich habe dir nichts gesagt. Ich sage dir, man migam. Und diese Form haben wir schon mal öfter gehabt, ja? Man migam, ich sage. Man migam. Man behet ein Ding, je chizi ro, migam. Man behet hichi nemigam. Ich sage dir nichts. Hichi nemigam. Was hast du gesagt? Chigofti. Was hast du gesagt? Chigofti. Hichi. Gar nichts. Nix. Hichi. Oder ich habe gesagt, goftam ke, das, du musst kommen. To bayad. Und miyai wird zu biyai. Richtig? Weil wir bayad haben. To bayad biyai. Ich habe gesagt, du musst kommen. Ich habe gesagt, komm. Komm heißt Bier. Bier. Wir kommen dazu. Wir haben noch das Ganze nicht ausführlich erklärt. Also das ist die Imperativform. Hier Bier. So. Chi gofti? Goftam ke ge. Boro. Goftam Bier? Goftam Boro. Goftam Bier? Ich habe gesagt, komm. Ich habe gesagt, ge. Goftam bia, goftam boro. Goftam bia, goftam boro. Goftam bia, komm, goftam boro. Geh. Goftam biait. Ich habe gesagt, kommt oder kommen Sie. Ich habe gesagt, berit. Berit. Biait, berit. Bia, boro. Bia, komm, boro. Geh. Biait, kommen Sie. Oder kommt. Meine Freunde, kommt, berit. Gehen Sie oder geht. So. In chimige, 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 was sagt er oder was sagt sie? Chimige, chimige. Mige, er sagt oder sie sagt, mige, er braucht Geld, er will Geld. Pul michat, pul michat, pul michat. Pul micha oder pul michat, beides richtig. Mige, pul michat. چی میگه؟ میگه پول میخواد. دیروز بهش پول دادم. دیروز بهش پول دادم. پول دادم. Ich habe من حالا اون من natürlich ist kommt hier. من gegeben gestern zu ihm oder ihr Geld. دیروز بهش پول دادم. چی میگه؟ میگه پول میخواد. Dieruz kevesh pulladam, wenn du ke hier sagst, das betonst du. Ich habe ihm doch gestern Geld gegeben. Dieruz kevesh pulladam. Ja, dieruz mesh pulladam ke. Ich weiß es nicht, nemidunam. Mige dobare pul micham. Mige dobare, er will wieder pul micham. Pul micham. Nemidunam. Mige, er sagt, ich will wieder Geld.
Oder du kannst sagen, میگه دوباره پول میخواد. Sagt, will wieder Geld. Will, ich will. میگه sagt, دوباره پول میخواد. این همش پول میخواد. این همش پول میخواد. Will immer Geld. همش, immer wieder. همش heißt immer wieder. Immer wieder. In diesem Fall, in bedeutet das, ja, bedeutet diese Person. Also das ist Umgangssprache. Hier sagen wir nicht u hamash pul mikhad oder un hamash pul mikhad. Man sagt in hamash pul mikhad. Das ist sehr authentisch, wenn die Leute in sagen manchmal. Also in der Umgangssprache für er oder sie anstatt un in sagen. So. Oder wir können das natürlich lassen ohne in oder un hamash pul mikhad. Das heißt, er oder sie will immer gehen. Hier wissen wir nicht, ob es sich um ihn oder um sie handelt. Ja? Also, je nach Kontext kann man natürlich feststellen. Das heißt Unterricht. Geben heißt dadan. Das dadan heißt unterrichten. Unterrichten. Ich kann das mide. Ich kann unterrichtet. Ich kann gut das mide. Aşkan unterrichtet gut. خوب درس میده. اشکان خوب درس میده؟ خب این درس 59 بود. خیلی سخت نبود. یه بار دیگه ببینید. دوباره ببینید. دوباره ویدا نخمال. دوباره ببینید. گوگن زیش نخمال ان. دوباره ببینید. دوباره نگاه کنید. تا درس بعد. خداحافظ.